Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen Stray Souls, das Haus der Puppen. Ein weiteres Wimmelbildspiel. Ich kenne es diesmal nicht. Ja, das kommt auch vor. Ich kenne mal ein Spiel nicht. soll ein bisschen gruselig sein, soll auch ein paar Schockmomente haben, habe ich gelesen. Ich bin gespannt, habe schon ein bisschen Angst davor. Ja, aber mal gucken, wie es wird, ne? So, dann wollen wir uns mal eintragen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Na, geht ja schon mal gut los. Da wird unser Mann einfach entführt. Das kann doch nicht wahr sein. So, was haben wir hier? Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Okay, was haben wir denn wo? Einfach, es dauert eine Minute, bis sich die Hinweisfunktion wieder auflädt. Alle Orte sind hervorgehoben. Schwer ist nur 2 Minuten. Alle interaktiven Orte sind nicht hervorgehoben. Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ne? Kann doof sein, wenn wir die Orte nicht sehen können und dann absolut nicht weiterkommen. Und ich meine, die mich schon ab und an mal gesehen haben, die wissen, wie gerne ich mir schwer tue. Ja. Und ja. Komm, wir nehmen einfach. Wir nehmen einfach. Ich bin eine Frau, ich darf das. Nein, wir könnten auch schwer nehmen, aber ach, ich glaube, das wird. Das könnte nervig werden. Ich habe gelesen. Ja, es ist mal so, es ist mal leicht, es ist mal schwer hier in dem Spiel. Also es ist gut ausgeglichen, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr wollt das Spiel sehen, ne? Ich nehme mich auch, ich bin echt gespannt. Wir nehmen einfach. Durchsuche das Zimmer. Du kannst dir Gegenstände, die dir nützlich sein könnten, auch näher ansehen. Klicke hier. Okay, wir klicken. Klick. Für Samuel Hunt. Schöner Vorname. Was ist in dieser Kiste? Die Adresse des Absenders ist verschwommen. Ich kann nur ein paar Buchstaben erkennen. Okay. Eine Zange wäre sehr hilfreich. Mit ihr könnte ich diese Kiste öffnen. Dann such mal nach einer Zange. Oh, hier. Durchsuch den Keller. Eventuell findest du dort das benötigte Werkzeug. Och, nee. Das geht ja schon gut los mit dem Keller. Oh. Wenn du funkelnde Gebiete wie dieses hier siehst, klicke sie an, um eine Wimmelbildszene zu starten. Los geht's, liebe Leute. Okay, das, ja. Okay, also ich musste erst draufklicken. Gut, also, los geht's. Blatt sehen wir hier schon. Mikroskop und eine Socke. Eine Socke im Keller, die muss bestimmt lecker riechen. Also die möchte ich nicht gerade waschen. Schiff und Säge. Hier eine komische Maske. Die sieht echt ein bisschen seltsam aus. Ach, hier ist die Säge und ein Schiff. Genau, wir brauchen noch das Schiff. Schiff, 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 Schiff. Lese ich auch wirklich Schiff? Ja, Schiff. ach, hier. Flachmannsschirm und Tausendfüßler. Hier ist der Tausendfüßler. Ein Flachmann, um meine Nerven zu beruhigen. Schirm, obwohl ich glaube, jetzt passiert noch nicht allzu viel. Ich hoffe es doch. Hat auf jeden Fall sehr gute Bewertungen bekommen, das Spiel. Ich bin gespannt. Also ich erwarte doch schon... Huch. Ja, danke, brauche ich aber nicht. Ach, da ist die Zange. Und jetzt brauchen wir noch die Sichel. Wo ist denn hier die Sichel? Wo haben die die versteckt? Naja, wie gesagt. Ach da. Ich erwarte echt viel vom Spiel. Ich bin gespannt. Also bei so guten Rezensionen. Zange. Okay, jetzt könnten wir das aufmachen, aber ich will mich mal hier ein bisschen umgucken. Ein Bildchen.
Mit Radiergummi. Ah, oh. Was war das denn? Okay. In dieser Schublade hebt mein Mann seine Papiere auf. Ich benötige allerdings einen Schlüssel, um sie aufzuschließen. Gut, wir haben ein Radiergummi. Wie wär's mal mit, aufradieren? Witz, ne? Ja, okay. Oh. Oh Gott, habe ich mich ein bisschen erschrocken. Oh, die Puppe sieht echt creepy aus. Hallo, bist du Danielle? Willst du wissen, wo Sam ist? Ich helfe dir, ihn zu finden. Lieber nicht, ich glaube, ich mach's allein. Er ist weit weg in der Stadt, in der er lebte, als er noch ein Kind war. Hat er dir von diesem Ort erzählt? Ich denke nicht. Das machen die Männer und Frauen, die ein Geheimnis haben, für gewöhnlich nie. Keine Sorge, wenn er es nicht getan hat. Jeder hat ein Geheimnis. Durchsuche dieses Zimmer und du findest einen Hinweis über die Vergangenheit deines Mannes. Danke. Sam ist in Gefahr. Beeil dich, oder du wirst ihn für immer verlieren. Ja, das ist auch eigentlich immer der Fall, ne? Die Karte und alle wichtigen Informationen werden automatisch in deinem Notizbuch festgehalten. Ja, ja, ja. Ach, muss ich jetzt reingucken. So, was haben wir denn hier? Mein Mann ist dann... Aha, mein Mann ist Daniel. Okay, haben wir jetzt meinen weiblichen Namen für einen Mann. Okay. Mein Name ist Daniel Hunt. Dies ist ein Foto von meinem Ehemann und mir an unserem Hochzeitstag. Wir waren so glücklich. Dann ließ sich eine dunkle Wolke in einer schrecklichen Nacht über unserem Heim nieder und veränderte unser Leben. Ja, einfach so tat es das. Ich werde alles, was mir passiert, in diesem Journal aufzeichnen. Ich werde mit allen Mitteln versuchen herauszufinden, was passiert ist. So, was haben wir denn hier? Jemand ließ auf unserer Eingangsstufe eine Kiste liegen. Als sich Sam hinunterbückte, um sie aufzuheben, löste er sich in Luft auf. Ich war erschrocken, aber ich muss die Kiste öffnen und herausfinden, was darin ist. Ich fand eine Puppe in der Kiste. Und sie lebt! Oh mein Gott, Nummer 5 lebt! Ich kann kaum glauben, dass dies passiert. Die Puppe sagt, dass sie mir helfen wird, Sam zu finden. Ah, das war's schon. Okay. Gut. Da ist die Puppe. Jetzt können wir den Schlüssel verwenden, um hier die Schublade aufzumachen. Hallo? Okay. Akte Samuel Hunt. Warum hält Sam das vor mir versteckt? Ach, er ist ein Waisenkind gewesen. Okay. Also, Name Samuel James Hunt. Warum haben die Leute eigentlich immer im Zweitnamen oder als Zweitnamen James? Kann mir das mal einer erzählen? Naja. So, nahm teil an Experiment Nummer 6485. Oh, das hört sich jetzt schon mal ein bisschen creepy an. Lebte bei seinen Eltern. Adresse des Elternhauses auf der nächsten Seite. Okay. Wow! Alter, Puppe, willst du mich veräppeln? Ich hab mich eben total erschrocken. Dies ist die obere Hälfte des Fotos aus Sams Akte. Ich muss die zwei Hälften zusammenfügen. Okay, machen wir mal. Wieso denn? Ich brauche doch keinen Hinweis. Ach komm, wir überspringen jetzt die Einleitung. So. Achso, ich muss trotzdem klicken. Alles klar. Oh mein Gott. Was ist denn das? Ich glaube, ich spiele dieses Spiel nicht. Ich habe Angst. Jemand hat versucht, die Adresse unkenntlich zu machen. Ich muss die Tinte wegradieren, um die Adresse lesbar zu machen. Alter, wie sehen denn die aus? Oh mein Gott! Oh mein Gott, da mag ich ja, da finde ich die Puppe ja echt hübscher, ne? Suche sorgfältiger. Also bitte. Ist da noch was drin? Nee. Ich hab doch ein Radiergummi, Leute. Sagt mir das doch mal. Ratze, ratze, ratze. Loststraße Nummer 8. Das ist die Adresse, wo Sam früher mit seinen Eltern lebte. Das Einzige, was ich tun kann, ist, dorthin zu gehen. Oh. Du hast herausgefunden, wo Sam früher gelebt hat? Gut gemacht. Bravo, bravo, Applaus. Juhu, danke.
Lass uns gehen, die Zeit ist knapp. Deine Reise wird sehr gefährlich, aber wenn du weise handelst, wirst du Erfolg haben. Oh Gott. Ich gehe mit dir und ich werde dir helfen. Hab keine Angst. Doch, die habe ich aber, weil du siehst auch ein bisschen angsteinflößend aus. Hä, was ist denn jetzt passiert? Hey, der Junge sieht aus wie Sam, als er noch jung war. Rede mit ihm. Sind wir jetzt irgendwie... Huch, nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Sind wir jetzt irgendwie, gestorben oder sowas? Und ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir gucken uns hier das nächste Mal weiter um. Ich muss jetzt erstmal wieder schauen, ob das alles so klappt, wie es klappen soll. Denn, irgendwie kriege ich das immer noch nicht ganz hin mit dem ganzen, mit dem Sound und ach, was weiß ich, ich bin eine Niete. Sagen wir es frei heraus, ich bin eine Niete in solchen Sachen. Aber es hält mich nicht davon ab. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf jeden Fall. Es macht jetzt schon sehr viel Spaß, obwohl wir noch gar nicht so viel gemacht haben, aber es ist so unheimlich. Obwohl es jetzt gerade freundlich wirkt, ich rede zu viel. Und deswegen sage ich jetzt kurz entschlossen, bye bye!